Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin etwas angeschlagen. Natürlich trotzdem für euch in gewohnter Qualität, aber ich habe eine besonders erotische Stimme heute. Das ist auch der Grund, warum wir letzte Woche keinen Podcast gesendet haben. Ihr werdet wahrscheinlich gedacht haben, Anja ist mal wieder ausgefallen. Dem ist nicht so. Ich lag hernieder, Anja. Ja, hallo, Erik, Anja. Hallo, Erik. Anja war kurz weggenickt. Anja sitzt mir gegenüber. Anja, was ist dein Tipp bei einer starken Erkältung? Ingwertee. Du bist ja meine private Krankenschwester. Ingwertee. Hast du mir nicht zubereitet. Kann ich auch gleich kritisch sagen. Du hast ja auch zu Hause bei dir im Bett gelegen. Sonst einen Tag. Gut, aber ansonsten kann man auch sehr gut, jetzt überlege ich gerade, Sanddornsaft warm trinken. Ich finde, und ich bin ja, aber schmeckt wie Erbrochenes. Tut mir leid, dass ich es jetzt sage. Ich liebe Sanddorn. Warmer Sanddornsaft schmeckt wie Erbrochenes. Deswegen bin ich eigentlich an die Ostsee gezogen, nur wegen dem Sanddornsaft. Nein. Auf Hiddensee gibt es keinen Sanddorn mehr. Was? Nina Hagen sang einst, du weißt, Hochstand, ja. Der Sanddorn am Strand von Hiddensee, gibt es nicht mehr. Es gibt einen Pilzbefall. Kein Sanddorn mehr. Ich hoffe, du hast den Pilz nicht mitgebracht, damit wir hier weiterhin Sanddorn haben. Ich habe den Pilz nicht mitgebracht, zumindest nicht sichtbar. Nein, ich weiß das nicht. Das ist hier gut. Nein. Hallo Anja, hallo ihr da draußen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Und weil wir euch haben mal wieder warten lassen, wobei es gab andere wichtige Sachen, die wir geteilt haben. Ja. Es gab einen super Fachtag, jawohl. Konnte man digital verfolgen, auch aus dem Krankenbett. Jawohl. Dazu auch vielleicht nochmal später mehr oder auch nicht. Jedenfalls sind wir da, so frisch wie immer. Meine Stimme ist frisch aufpoliert. Ich habe eine schöne Tasse Kaffee, Kein Ingwertee. Ingwertee ist doch so Quatsch. Findest du? Nein. Wahrscheinlich hast du recht. Nein. Auf jeden Fall. Ich habe mal gehört, man soll von diesen Kombipräparaten Abstand nehmen. Also lieber eine Schmerztablette und ein Nasenspray. Ach so, du meinst statt dieses, was zwei Medikamente mit einem... Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt doch so Kombipräparate. Ja, ja. Nasenfrei, ja, ja. Schmerzmittel, ja, und ja. Haare schön. Genau. Schöne Fingernägel. Ja, nein, sollte man nicht tun. Nein. Generell sollte man halt einfach sich ins Bett legen, Vitamine zu sich nehmen und zwar vielleicht auch nicht in Pillenform, sondern frisches Obst und Gemüse, warmen Tee und dann sich einfach auch mal eine Ruhe auszeit. Ja, aber kennst du es ja nicht. Nein. Wenn man Teil einer Familie ist, das kennst du auch, Anja, ja. Ist nicht viel. Dann ist man auch nicht krank. Doch, man darf also nicht. Schon, aber man darf nicht so krank sein. Darauf können wir uns noch einigen. Genau. Wenn ihr da Tipps habt, wie man schnell wieder auf den Dampfer kommt oder auch, wie man es vielleicht trotz großer Familie schafft, dann schreibt uns doch mal unter machmit@inklusivesrostock.de. Damit also ein keimfreies Hallo nochmal hier aus dem Inklusionsbüro vom Podcast Kaffeeklatsch und Inklusion, dem Podcast zum Projekt Kommune Inklusiv. Jawohl. Wer von uns noch mehr sehen möchte, Erik, willst du überleiten? Der findet uns momentan wieder mal zuverlässigst überall in Rostock. Ach du Schreck, da sind wir ja nicht drauf. Das, aber das Projekt, und wir sind ja das Projekt Kommune Inklusiv in Rostock. Erzähl einen Schlag, Anja. Wir trinken eine Tasse Kaffee. Genau, beim letzten Mal habt ihr ja unter anderem unseren Podcast bewundern dürfen und das inklusive Jugendcamp. Das war unsere letzte Werbekampagne dieses Jahr im Frühjahr. Jetzt haben wir diesmal ein Plakat gewählt und wenn ihr dran vorbeifahrt, dann findet ihr das mit der Überschrift Finde deinen Platz in Rostock. Wir haben euch ja schon mal erzählt, dass wir uns zusammen mit dem EHS-Verlag auf den langen Weg machen, eine App, eine Art Branchenführer für Rostock inklusiver zu machen durch Mehrsprachigkeit, durch Piktogramme und alles, was so dazugehört. Und Erik, du irritierst mich. Ich habe gerade festgestellt, dass mein Mikro gar nicht dran war. Ja. Hört ihr mich jetzt deutlicher? Wahrscheinlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Das checken wir uns jetzt. Ich habe aber bestimmt laut genug, ja, oder? Ja, natürlich. Und kann ich das auch anteilig höher regeln nachher, wenn ich das nachher bestimmt, zurecht mache? Bestimmt. Technisch sehe ich also, falls ihr einen Techniker sucht oder jemand, der euch bei der Bearbeitung eures Podcasts hilft, dann könnt ihr dort vielleicht in unserer Wegweise-App oder in der Wegweise-App, die wir mitgestalten, vielleicht einfach mal schauen. Zusammen mit dem City Guide findet ihr uns. Wir haben dort als Kommune inklusiv auch einen eigenen kleinen Bereich sozusagen. Dort sind auch nochmal unsere Partner ausgewiesen. Und auch, falls ihr Partner werden wollt oder PartnerInnen und mit uns gerne vielleicht irgendwas Inklusives zusammen auf die Beine stellen mögt, dann könnt ihr euch sehr gerne dort auch nochmal informieren. Wir hängen 2 Wochen, Erik. Ja, also wir nicht.
Also unser Plakat. Habe ich das jetzt zerschossen? Ja, total. Es tut mir leid. Mir ist es aufgefallen, dass das Mikro nicht dran war. Aber guck mal, wie professionell ich bleibe. Da hängen die Plakate. Ihr dürft auch gern wieder uns Fotos schicken von euch mit dem Plakat. Probiert die App aus. Dazu muss man auch mal kritisch sagen, die App ist noch nicht da, wo sie mal hin muss. Nein. Es soll einen Mitgestaltungsbereich geben. Der ist noch in Arbeit. Ja. Aber so ist es manchmal. So ist es. Die Plakatkampagne ist natürlich zeitlich gebunden, Citylight. Ja. Die App funktioniert. Aber wir werden in Sachen Mitgestaltungsmöglichkeiten da noch einen raufpacken. So ist es. Das darf man doch auch mal kritisch sein. Das haben wir auch sagen. Guck mal, und ich habe ja gerade, weil du mich jetzt das, also mir das Thema so zerschossen hast, führe ich mir jetzt Glückshormone zu. Wir haben Schokolade liegen, weil, kann man ja auch sagen, mit der Caritas zusammen Ehrenamtliche unterstützen bei ihrem Weg sozusagen zur Professionalität, auf ihrem Weg zur Professionalität. Und da haben wir als kleines Dankeschön jetzt musst du aber mehr erzählen, sonst versteht ja keiner, worum es geht. Na, du weißt ja, dass ich das immer nicht so gut kann. Das, Ehrenamtliche HelferInnen, die sich bei der Caritas melden, die bekommen eine sogenannte Ehrenamtsschulung. Genau. Sie werden darauf vorbereitet, wie es ist, auf Menschen mit Behinderung zu treffen, was es rechtlich da gibt, was es technisch zu beachten gibt, was das mit der ganzen Haltung zu tun hat, mit welchem Blick man auf Menschen dort hingeht. Und da gibt es eine Ehrenamtsschulung und da hat man uns für den ersten Teil angefragt. So da ging es allgemein um Inklusion. Was das mit Heilung zu tun hat. Und Anja, du bist ja nicht nur meine private Krankenschwester, sondern auch noch Studierte sozusagen. Jawohl. Das heißt, Anja hat noch mal viel gesprochen, was diesen pflegerischen Aspekt angeht, was dort von Ehrenamtlichen überhaupt zu leisten ist oder auch nicht zu leisten ist, weil schnell findet man sich auch in Situationen wieder, wo man vielleicht mit Dingen konfrontiert wird, die man gar nicht machen wollte oder gar nicht kann. Und da haben wir die erste Einheit dieser Ehrenamtsschulung gestaltet. Und haben dafür Schokolade bekommen. Und das sorgt jetzt für Glückshormone hier im Büro, oder? Also ja, meinerseits. Nur du ist die. Ja. Ja, das ist schön. Lass es dir schmecken. Ja, ich kann das auch. Ich darf das auch. Du darfst das und du kannst das. Ich laufe nämlich jeden Tag auch zigmal, ich habe mir überlegt, 5-6 Mal laufe ich 80 Treppen hoch und runter. Zählt das? Ja, das bringt mich, ich stelle dir noch ein paar Fragen an, ja, sonst kommen wir kommen ja gar nicht weiter heute. Du bist heute, übrigens, mein Mikrofon war zwar nicht dran, aber deins hängt mehr als auf 7:30. Ja, das liegt daran, weil es an meinem Schal. Also wenn es heute wieder Zuschriften für einen Ton gibt, na, dann weiß ich auch nicht. Mhm. Wie viel Zeit nimmst du dir denn in der Woche für dein Hobby oder für deine Hobbys, Anja? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, vielleicht 2 Stunden jeden Tag, weil mittlerweile ist es so, mit Job und alleinerziehend, Kind und so weiter und hopsasa, bleibt ja wenig Zeit. Ist dein Hund dein Hobby? Mein Hund ist mein Hobby und in dem mein Hund ist mein Hobby. Genau, und in Hilde fließen ungefähr so 2-3 Stunden pro Tag. Ja, das hoffe ich, wenn sie dann auch pünktlich fristgerecht kotet. Sonst haben wir ein Problem mit dem Hobby. Ich sagen muss, gestern, und das gönne ich mir immer häufiger, gehe ich dann immer noch mal eine Stunde am Strand spazieren und man merkt, dass hier oben das Wetter schlechter wird. Du hast den Strand dann für dich. Das ist sehr schön, sehr angenehm. Also wenn ihr mich mal treffen wollt, dann mit Hilde zusammen am Strand. Hast du noch mehr Hobbys eigentlich? Ich kenne uns schon so lange, aber Hobbys? Ja, ich lese ganz gerne. Ansonsten telefoniere ich unwahrscheinlich viel. Ja, das ist doch aber auch nett. Ansonsten, wenn wir jetzt mal abgesehen von den Zeiten waren, dann war ich viel tanzen, habe mich mit Freundinnen getroffen. Ja, du hast in den Anfangsfolgen galtst du noch als Partymaus. Und es ist jetzt, ich hatte gerade eine Erinnerung auf dem Handy, dass vor über einem Jahr natürlich schon die erste Folge war. So lange machen wir das hier schon. Und da war ich noch Partymaus, da war ich auch noch Großstadtfrau. Und was ist jetzt? Bin ich ja hierher gezogen. Jetzt bist du eine Fischersfrau. Jetzt bin ich Fischersfrau. Jetzt gehe ich unwahrscheinlich viel am Strand spazieren. Im Sommer da auch schwimmen in der Ostsee. Das ist ja auch ein Hobby. Das soll ja auch gesund sein, gerade im Alter. Ja. Ihr merkt, es weht auch hier weht auch wieder ein Wind. Ganz frischer Wind weht hier. Ein Wunder, dass Eriks Haare noch sitzen. Ja, solche Sachen. Worauf könntest du denn eine Woche lang verzichten? Eine Woche lang verzichten auf Süßigkeiten? Das glaube ich nicht. Doch, vielleicht. Na. Okay. Ja, das ist eine gute Frage. Worauf könnte ich denn eine Woche lang verzichten? Fernsehen gucken. Das würde gehen bei dir, ne? Ja. Ja. Das würde bei mir nicht gehen. Worauf könnte ich eine Woche lang verzichten? Ich könnte, glaube ich, auf Süßigkeiten verzichten. Glaube ich nicht. Ich bin eher der herzhafte Typ. Okay. Es würde mir schwerer fallen, auf Nudeln zu verzichten eine Woche. Okay. Das würde ich, glaube ich, nicht schaffen. Okay. Jetzt immer ein bisschen was Heiteres. Wir sind ja schon wieder völlig im Strudel der Erkältung und des Müßiggangs des Herbstwetters hier. Was war dein bisher größtes Abenteuer, Anja? Da fällt mir direkt was ein. Oh, ich habe so viele Abenteuer in meinem Leben gehabt. Ist das so? Nee, wir meinen aber jetzt nicht so eine Abenteuer, sondern ein Abenteuer, wo du ein Abenteuer erlebt hast. Ja.
Naja, entweder mit der Fallschirmsprung war schon ein Abenteuer, aber das größte Abenteuer war mein Indien-Trip. Das hatte ich auch erwartet, dass du das sagst. Das war ein Abenteuer, weil ich ganz klar sagen muss, ich habe dort ohne fließendes Wasser gelebt. Ja. Die Wochen, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, das Wasser, was da aus den, wenn da mal Wasser aus den Leitungen kommt, damit möchtest du dich auch nicht waschen. Und da gab es halt dann gar nichts. Keine Fernsehen, keine Technik, kein Internet. Da muss man sich ja viel mit sich selbst beschäftigen. Musst du dich viel mit dir selbst beschäftigen, beziehungsweise haben wir ja da operiert, den ganzen Tag Kinder operiert. Und dann bist du oder bin ich häufig morgens spazieren gegangen in den Teeplantagen von Indien, da wo der leckere Tee produziert wird. Ja. Das habe ich so lange gemacht, bis mir gesagt wurde, dass ich das bitte nicht mehr morgengrau machen soll, weil es da Klapperschlangen gibt. Na, herzlichen Glückwunsch. Und danach hatte ich natürlich richtig Schiss, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das war alles sehr, sehr spannend. Zwischen und sehr den aufregend. Teepflanzen schlängeln sich Klapperschlangen. Genau, genau. Na, wenigstens Klapperschlangen. Und deswegen gibt es dort auch regelmäßig, also es gibt dort auch regelmäßig Bissattacken sozusagen und sie haben auch überall diese Gegenmittel gegen die Schlangen. Aber ansonsten, ja, war ich auch tatsächlich richtig in Kalkutta und da war das größte Abenteuer, dass ich habe eine Nacht da in Kalkutta auch geschlafen. Da ließ sich das Hotelzimmer abschließen, aber nur von außen. Das hast du auch schon mal erzählt. Ja. Das finde ich, aber warum nur? Weiß nicht. Damit dich der Hotelier dann noch... Genau, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein Abenteuer, ein Erlebnis, eine Reise zu sich selbst, ein was auch immer. Das war schon... Und auch noch Gutes getan. Genau, und das, ansonsten ist das größte Abenteuer meines Lebens wohl, du wirst es kennen, Mutter sein, Vater sein, das ist eines der größten Abenteuer. Das stimmt auf jeden Fall. Eine tägliche Herausforderung. Wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre. Bei mir nicht mehr, ich habe die Hälfte schon gemacht. Das wollte ich gerade sagen, bei mir noch, bei dir vielleicht nicht mehr. Hattest du ein großes Abenteuer? Doch klar, du bist doch gepilgert. Ja, das ist doch auch ein Abenteuer. Ja, das sind Abenteuer. Ein richtig großes, großes Abenteuer hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe immer sehr, sehr viele kleine Abenteuer. Das ist doch gut. Ja, siehst du. Vielleicht kommt das auch noch, aber ich bin ja auch genügsam, wenn es keine großen Abenteuer gibt. Ja. Das ist auch okay. Ja. Ich bin nicht der Fallschirmsprung-Typ. Okay, obwohl, naja, wer weiß. Für mich ist jeder Tag ein Abenteuer. Anja. Oh. Aber um mal überzuleiten, okay. Zum Thema habe ich noch eine Frage noch. Gibt es einen Film, der dich so in deinem Leben am meisten begeistert hat? Das ist immer sehr schwierig. So nach Lieblingsfilmen zu fragen, ist immer schwierig. Aber gibt es einen Film, der dich nachhaltig begeistert hat? Wir haben das gerade in der Familie mal besprochen. Lieblingsfilm heißt ja oft auch ein Film, den man einfach immer wieder guckt in bestimmten Momenten. Aber gibt es einen Film, der dich tief... Ende der 90er. Oder gab es eh die besten Filme? Ende der 90er, Das Leben ist schön. Das ist ein sehr guter Film. Das ist mit Roberto Benigni, richtig? Ja. Spielt im Konzentrationslager. Er und sein Sohn werden ja dort ins Konzentrationslager auch Oscar-prämiert. Und ohne zu spoilern, er erzählt seinem Sohn, alles wäre nur ein Spiel, was sie da erleben. Genau. Sie müssen Punkte sammeln, bis die Alliierten kommen, also bis sozusagen das Spiel vorbei ist. Also phänomenal gespielt. Und ist, mal davon abgesehen, dass es Gänsehaut hoch und runter erzeugt, ist es, glaube ich, auch die Art und Weise, wie man seinen Kindern... das Leben auch in schwierigen Situationen versucht zu erleichtern. Und wie man aufs Leben schauen kann. Ja. Ich glaube, es ist die wichtigste Botschaft ist doch, dass es gibt zum positiven Denken, Anja, zum Optimismus, gibt es keine Alternative. Richtig. Ja, also der Film hat mich tatsächlich ihr da draußen zu Hause, ihr macht es euch selber schwer. Es gibt nur den einen Weg und der heißt optimistisch. Wie ist denn dein optimistischer Lieblingsfilm? Da habe ich viel drüber nachgedacht und ich habe ja mal erzählt, dass ich aus der Kita-Branche ja komme. Mhm. Deswegen habe ich mir mal für so eine ganzen Fragen, die in dieses Poesiealbum kommen, in dieses Freunde-Album, mal überlegt, ich schreibe nach wie vor, oder ich schreiben Mrs. Doubtfire. Ja. Der hat mich früh bewegt. Ich fand das schauspielerisch stark, ich fand das emotional so tief, also pädagogisch. Mrs. Doubtfire kennst du? Ja. Die Eltern trennen sich und damit er aber Teil seiner Familie sein kann, bewirbt er sich als Kindermädchen und verkleidet sich. Und ich habe damals schon gedacht, was der schauspielerisch macht, was auch die Synchronstimme, damals, als ich den gesehen habe, dachte ich noch nicht, dass das synchronisiert ist, aber was da stimmlich passiert, das hat mich schauspielerisch, zwischenmenschlich tief geprägt. Und ich gucke es immer noch gerne und der Film hat so viele Zitate. Ja. Robin Williams, gigantisch in der Rolle. Ja, mittlerweile ja auch krank, ne? Nee, tot. Ja, aber auch krank gewesen, ne? Ja. Doll. Aber hat sich selber das Leben genommen, ja. Hm. Da sagt man immer, wo Licht ist, ist auch Schatten, aber da ist, glaube ich, besonders viel Schatten gewesen im Leben. Aber da sind noch andere tolle Schauspieler. Sally Field, die gibt es ja auch immer noch, spielt ja seine Frau. Pierce Brosnan in einer Nebenrolle, die aber auch stark gemacht ist. Yeah. Spielt den neuen Mann der Mutter. Apropos neu. Ich wollte eigentlich über was anderes überleiten vom Film. Nein, aber neu. Ich
Ich war tatsächlich im Kino. Beim James Bond? Ja. Yeah. Das ist gut. Ich habe James Bond geschaut, wo ich doch den blonden James Bond eigentlich gar nicht mag. Den Daniel mag ich. Wie heißt nochmal? Keine Zeit zum Sterben? Wie heißt der? Du weißt ja ein bisschen, wie der Film heißt? Ja. Keine Zeit zu sterben. Er ging unglaublich lange, ich glaube fast 3 Stunden. Also man hätte ihn auch in 2 Stunden abdrehen können. Es tut mir leid, liebe James Bond-Liebhaber. Schlechtes Zeichen, wenn es sich so anfühlt, vor allen Dingen. Aber nein, er war gut gemacht, das war alles super. Ich werde ihn nicht gucken. Und alle, die James Bond halt lieben, waren entschuldigt, am Ende des Films so theatralisch, jetzt nicht spoilern, nein, theatralisch berührt. Und ich bin aufgestanden und gesagt, so, warum guckst du so traurig und du und du und du? Aber die haben tatsächlich alle mitgelitten im Film. Aber wenn du keine Bindung zu James hast. Es mag ja Fans geben, die jetzt, ist ja sein letzter Film, Daniel Craig als James Bond. Ich kenne James, mein James Bond wird ewig Pierce Brosnan, da haben wir ihn wieder sein. Ich schätze an James Bond, nicht wie in den 50er Jahren, als es noch, Sean Connery und Co., da wurden Frauen ja sehr schlecht behandelt. Das finde ich nicht gut, das will ich auch nicht unterstützen, aber dieses, es explodiert, alles knallt und James kommt raus, putzt sich seinen Sakko ab und hat eigentlich wenig mit Gefühlen zu tun. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wobei ich mal sagen muss, wer den neuen James Bond noch gucken will, der sollte jetzt mal kurz 20 Sekündchen mal kurz weghören. Nee, du spoilerst jetzt nicht. Das doch, geht nicht. Das muss ich. Nee, das würde ich nicht machen an deiner Stelle. Ja, aber doch, ich will ja mit dir darüber diskutieren. Na dann los. Also jetzt kurz wegklicken. Woher sollen wir wissen, wann sie wieder reinklicken sollen? Na, einfach von jetzt an 20 Sekunden. Na dann los. James Bond kriegt da jetzt eine Familie. Hat eine Tochter, verliebt sich, will seinen Job aufgeben für die größte Liebe seines Lebens und stirbt für sie. Er stirbt? Er stirbt. Warum erzählst du das denn hier? Oh, Anja, das ist echt nicht gut. Ich glaub, so, das schneide ich raus. Jetzt können ja alle... Was? Das schneide ich raus, doch. Nein. Die Ära Bond mit Daniel, jetzt könnt ihr wieder zuhören, die Ära Bond mit Daniel Craig beginnt ja damit, dass er auch seiner eigentlichen großen Liebe nachtrauert, die verstorben ist. Ja. Und sich in so einen kalten Gefühlssturm begibt. Davon halte ich alles nichts und nicht gut. Aber es wird doch weiterhin Bond-Filme geben. Warum hast du das erzählt? Aber es wird doch weiterhin Bond-Filme geben, weil sie jetzt schon gesagt haben, es wird weiter Bond-Filme geben. Ja, selbstverständlich wird es weiter Bond-Filme geben und es wird auch keine Frau sein, das wissen wir auch schon. Echt? Ja. Ah, dann weiß ich schon, wer es wird. Ich hörte von einem People of Color. Das wird die Neuerung sein, hoffentlich. Ja, dann spielt sie im jetzigen Film auch schon mit. Also, wenn ihr jetzt gerade erst eingeschaltet habt, Anja Schulz hat gespoilert hier in eurem Podcast. Erik hat damit nichts zu tun, hat gesagt, halt, stopp, nein, tu das nicht. Aber sie hat mal wieder nicht auf mich gehört. So ist das. Aber ich habe andere TV-Tipps für dich. Oh, okay. Ich habe was im Fernsehen gesehen. Shalom und Hallo. Ja. Sagt ihr das was? Nein. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mhm. Das ist eine ARD-Dokumentation. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion aller ARD-Anstalten. So ist die richtige Formulierung. Und da bin ich tatsächlich hängen geblieben um 20.15 Uhr, weil das wirklich gut war. Susan Sidoropoulos, kennst du die? Ja. Kennt man ja von GZSZ. Ja, Anja. Lange blonde Haare. Hat sie immer noch lange blonde Haare? So schulterlang. Ja. Ganz schön kantig auch, aber das ist ja egal, was sie hier für Haare hat. Auf jeden Fall begibt sich Susan Sidoropoulos in dieser 90-minütigen Doku auf eine spannende Reise durch eben 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte. Und auch gleichzeitig auf die Spurensuche mit ihren eigenen Vorfahren. Ja. Und es ist immer so ein Blick sozusagen aus der Gegenwart und dann aber auch in die Römerzeit, aber auch in das dunkelste Kapitel, also sozusagen ja die NS-Zeit und so weiter. Und das ist unglaublich spannend gemacht, weil das eben auch die Gegenwart zeigt, wie die jüdische Gemeinde in Deutschland heute lebt, was das für Menschen sind. Und das ist, kann ich euch unbedingt ans Herz legen. Natürlich sind auch immer prominente Menschen sind da dabei, also Menschen von heute, sagen wir mal. Also eine Rabbinerin, die heißt Jasmin Andriani, ein Folkmusiker, Daniel Kahn heißt der Filmregisseur Peter Kahane, Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin Rachel Salamander heißt die Autorin, Linda Sabier oder Gastronomin Shani Leidermann. Das sind also einfach nur ein paar Namen, die da sozusagen zu Wort kommen, wie es sich lebt, wenn man Jüdin oder Jude ist in Deutschland. Und das hat mich so gefesselt, weil das auch so leicht daherkommt. Vielleicht noch zum Hintergrund, das Autorenteam ist quasi ein nicht-jüdisches und jüdisches Tandem. Dadurch hat man so alle Blickwinkel drin und es kommt überhaupt nicht verstaubt her oder belehrend. Also sehr offen, sehr cool. Auf welchem Sender gab es das? Das habe ich in der ARD gesehen. Das heißt, man findet es auch in der Mediathek. In der ARD-Mediathek. Und zwar habe ich das extra nochmal rausgesucht. Ja. Für euch da draußen und für dich, Anja. Ja.
Online ab dem 23. Oktober. Ja. Das war also schon. Und ist ein Jahr lang erstmal in der ARD-Mediathek verfügbar. Shalom und Hallo, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das finde ich gut. Also werde ich in der Mediathek auf jeden Fall mir anschauen. Darf ich kurz da eingrätschen, unbedingt. Bitte? Weil letzte Woche, ich weiß nicht, wer es... Also ich gucke ja wirklich wenig Fernsehen, deswegen ist es mir gar nicht sofort aufgefallen. Aber gab es vom 18. bis 22. Oktober, also das war letzte Woche, ja, gab es vom Sender RTL zusammen mit Instagram eine Social-Media-Kampagne zum Thema Inklusion. Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, und da wollte ich nämlich mit dir mal darüber reden. Und zwar ging es darum, dass sowohl die Sendungen Punkt 12, RTL Aktuell, RTL Exklusiv, was auch immer. Alles, was Box, da bei RTL so rumlungert. Let's Dance, alles, was es gab, hat das Thema Inklusion, so haben sie es genannt, in den Vordergrund gestellt. Warte. Ich habe die Werbekampagne doch gesehen. So konnten zum Beispiel auch die Instagram- oder YouTube-UserInnen und User beispielsweise sich mit einer gehörlosen Influencerin über Gebärdensprache unterhalten und darüber mehr lernen. Es wurde über die Benutzung von Rollstühlen gesprochen. Eine Mutter hat erzählt, welches Verhalten sie sich eigentlich gegenüber ihrem Kind mit einem Down-Syndrom wünschen würde und so weiter und so fort. Und so ging das tatsächlich die ganze Woche. Und ich habe mir mal einfach angeschaut, was es eigentlich alles für Beiträge gab. So hat zum Beispiel auch die Podcasterin Ninia Lagrande viel über ihre Kleinwüchsigkeit gesprochen. Die macht ja den Aktion Mensch Podcast. Genau. So. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, es gab nur ein Thema. Inklusion hieß Behinderung. Ja, das ist leider so. Es gab nichts anderes, was dort in den Mittelpunkt gestellt wurde. Das heißt also... Und da frage ich mich, das heißt also, es wurde vermittelt bei Instagram, bei YouTube, bei RTL, dass Inklusion nicht über diese Rampe, sagst du mal so schön, ja, nicht über die Rampe hinaus funktioniert. Und das hat mich doch sehr traurig gemacht, weil ich glaube, dass gerade auch die RTL-ZuschauerInnen und Instagram-NutzerInnen ein relativ junges Publikum sind. Ja, häufig, das weiß ich nicht, noch, aber ich ja. Ich sag mal, im Mittelfeld. Und das gerade da, wo man ansetzen könnte. Und vor allen Dingen, weil sie ja mit der Werbung, also es fing ja bei RTL an, da hat ja der Programmchef gewechselt. Ja. Und da gab es ja einige Veränderungen beim RTL. Also Dieter Bohlen ist ja rausgeflogen. Ja. Beim Supertalent gab es personelle Veränderungen. Und die haben sogar das Logo geändert, diese Farben. Yeah. Die wechseln jetzt immer und sie haben einen schönen Werbespot, wo sie eben sagen, hier, ich weiß den Spruch jetzt nicht, aber wir leben Vielfalt. Yeah. Und das stimmt ja auch, wenn man da so sieht, wen die alles da so im Programm haben, will ich jetzt gar nicht klischeehaft auf irgendwelche darauf zurückgreifen, yeah, aber da will man mehr Vielfalt zeigen. Von der Kampagne konkret hatte ich nichts gehört, aber das stimmt natürlich und das zahlt leider dann darauf ein, womit wir auch zu kämpfen haben. Yeah. Dass Inklusion gleich immer heißt Behinderung. Yeah. Und dem ist nicht so. Richtig. Das ist, glaube ich, für die Lobby der Menschen mit Behinderung eine gute Sache. Ja. Oder, ja, also warum nicht? Ja. Aber was macht das mit Menschen, die andere Teilhabeeinschränkungen haben? Richtig. Richtig. Das ist nicht ganz fair und das ist auch, wird auch dem Begriff nicht direkt, also nicht, wird dem Begriff nicht gerecht, wollte ich sagen. So ist es. Es ist einseitig betrachtet. Hast du einen Leserbrief geschrieben? Ich habe noch keinen Leserbrief geschrieben. Warum eigentlich nicht? Das frage ich mich auch jeden Tag, weil ich das mit dir zusammen vielleicht tun würde. Vielleicht machen wir das mal. Oder falls ihr Vorschläge habt, was ihr in diesen LeserInnenbrief hineinschreiben wollt, dann bitte unter machmit@inklusivesrostock.de. Jawohl. Anja, toll, aber dass dir das auffällt und das spricht ja auch dafür, wenn man sich damit befasst, so wie wir hier, dann wird man für sowas sensibler. Ja, der Blick weitet sich. Und das schafft ja vielleicht auch unsere App, wo du vorhin lange kleinen Werbejingle zugemacht hast. So ist es. Möchtest du ein Thema zwischenschieben oder soll ich einfach gleich weiter? Nee, ich habe noch was, was auch direkt dazu passt, okay, ist nämlich die gleiche Sendegruppe. Oh, okay. Auf Vox gab es eine Sendung und die habe ich tatsächlich ein Stück auch geguckt, mit Absicht, für diesen Podcast. Hätte ich sonst nicht geguckt. Okay. Die Sendung heißt nämlich Besonders verliebt. Hast du davon gehört? Nein, aber es würde mir, wenn ich jetzt erstmal den Titel höre und wir beim Inklusionsthema sind, wird es wahrscheinlich... um Menschen mit Behinderung gehen. Ja. Eine Dating-Show für Menschen mit Behinderung. Okay. Jetzt bin ich wirklich gespannt, in welches Licht dort Menschen mit einer Behinderung gerückt werden. Also hier möchte ich mal gleich vorweg sagen, das hat wie immer zwei Seiten. Okay. Die eine Seite ist, also auf der einen Seite wird dort mit einer ungewöhnlichen Sensibilität
wird mit den Menschen umgegangen. Mhm. Also nicht, wie wir es von anderen Formaten kennen, auch zum Beispiel beim RTL, wo man weiß, jetzt schon... Schwiegertochter gesucht, ich wollte keine Beispiele Frau. Nennen. Ja, ja. Mhm. Bauer Frau ist Liebe. Achso, das ist wahre Liebe. Entschuldigung, wie dumm aber von mir. Wo Menschen noch mit Absicht in ein Licht gerückt werden, wo sozusagen Hintergründe und Wohnungen auch dementsprechend noch umgestaltet werden, damit die Menschen besonders skurril oder merkwürdig daherkommen. Das passiert hier nicht. Also die Menschen stehen eigentlich in einem sehr guten Licht und es wird auch sehr ruhig erzählt. Ja. Das ist in Ordnung. Es geht sozusagen darum, von der Nutzung einer Dating-App bis zum tatsächlichen Date werden die Menschen begleitet. Da sind interessante Charaktere bei. Aber, und jetzt habe ich eine gute Kritik darüber gelesen. Es geht sozusagen schon, also die Menschen werden schon gut und würdevoll behandelt. Und trotzdem stehen sie natürlich in diesem Licht der Andersartigkeit. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Also da ging es jetzt im ersten Teil ging es um 4 Menschen mit Behinderung, die sozusagen einen Partner suchen. Und die werden eben doch klischeehaft porträtiert. Und eben ihre Behinderung und ihre angeblichen Unfähigkeiten, die stehen im Mittelpunkt. Ja. Also es steht im Mittelpunkt, dass sie nicht fähig sind, andere Menschen zu daten. Und die vermeintlichen Experten sagen dann auch, ja, Menschen mit Behinderung haben es ja auch besonders schwer. Das ist wahrscheinlich so. Die Frage ist, ob so ein Format darauf die richtige Antwort ist. Zumal ich das noch mal ganz kurz einwerfen darf, wir haben es auf der Ehrenamtsschulung auch gesagt, eigentlich haben diese Menschen eine Beeinträchtigung. Die Behinderung entsteht daraus, welche Barrieren durch das gesellschaftliche Umfeld sozusagen in den Weg gebaut werden. Und diese Sendung zum Beispiel schafft also noch explizit diese Sonderräume. Ja. Und auch diese, es gibt dann eben so eine exklusive Plattform, die genutzt wird, die heißt Handicap. Mhm. Wo also Menschen mit Behinderung mit Behinderung kennenlernen. Mhm. Ist also nebenbei auch eigentlich noch eine Werbesendung für diese App. Ja. So muss man das auch mal sehen. Oder heißt es Handicap Love? Handicap Love heißt die App, nur der Richtigkeit halber. Und dann geht es eben darum, dass Menschen mit Behinderung da den sicheren Raum haben, was ja vielleicht ganz gut gemeint ist, aber eigentlich ist es ein Sonderstatus, den man dem nicht einräumen soll. Vor allen Dingen, weil es auch, das habe ich da nochmal nachgestellt, es gibt auch im selben Sender einen guten Gegenentwurf. Kennst du dieses First Dates? Ja. Das macht, glaube ich, Roland Trettl. Ja. Und also dieser Koch. Und da sind immer wieder einfach Menschen mit Behinderung dabei. Ja. Ohne, dass das betont wird, hier sind, sondern einfach, da können Menschen kennen. Ja, so wie Inklusion halt funktionieren sollte. So wie Inklusion passieren sollte. Ja. Mich würde interessieren, ob vielleicht von uns ZuhörerInnen das auch gesehen haben. Da würde mich eine Meinung interessieren, weil das ist auch schwierig zu bewerten. Ja. Also die Menschen, die sie dort zeigen, das sind liebe, gute Menschen, so kommt es auch rüber. Und trotzdem hat man das Gefühl, die sind in so einer Sonderstellung. Und man schaut ihnen natürlich dabei zu, wie sie scheitern, wie sie ihre Andersartigkeiten ausleben und so weiter. Also es bleibt so ein voyeuristisches Ding. Ja, die Meinung unserer Zuhörerin würde mich da interessieren. Mach mit @inklusivesrostock.de. Du kannst ja mal reinschalten. Ich könnte mal reinschalten, wobei mir fiel sofort, als du darüber gesprochen hast, fiel mir ein Thema ein. Es gibt eine 20-jährige Dame, die Psychologie studiert und sie heißt Greta Niewiadomski. Entschuldigung, Greta Niewiadomski. Okay. Wie schon gesagt, eine sehr, sehr hübsche 20-jährige junge Dame, der seit der Geburt die rechte Hand fehlt. Ja. Und sie, ich habe ein interessantes Interview mit ihr gelesen, sie spricht darüber, wie viele Unternehmen und Organisationen behaupten, inklusiv zu arbeiten und das dann doch nicht stimmt. Und als du mir das vorgelesen hast, sie nennt es Greenwashing 2.0, was früher das ganze Ökologische war und Fairtrade und so weiter und so fort, scheint es jetzt bei großen Organisationen und Fernsehsendern und so weiter und so fort immer mehr in Mode zu kommen, auch Inklusion so zu zeigen. Das betrifft wieder meistens Menschen mit einer Beeinträchtigung. Und Greta hat gesagt, dass häufig diese Werbung oder Werbezwecke gar nicht den Menschen zugutekommen, denen es eigentlich zugutekommen sollte. Ja. Sie hat beispielsweise gesagt, sie hat jetzt seit ganz kurzer Zeit so eine
bionische ja, Hand. Ja, also eine, die sozusagen technisch ersetzt. Ja. Und seitdem sie diese Hand hat, hat sie gesagt, wird sie ganz häufig angefragt, zum Beispiel auch von Modelagenturen, ob sie nicht eine Kampagne mitmachen würde und so weiter. Und dann hat sie berichtet, dass sie, also muss man ja jetzt mal so stehen lassen, wie sie es sagt, dass sie direkt vor dem Shooting nochmal einen Anruf bekommen hat, sie solle bitte nicht ihre Luke Skywalker-Hand vergessen. Weil sie jetzt sozusagen, wie hat sie es gesagt, alltagstauglich behindert ist. Aber dieser Satz, Luke Skywalker-Hand, das hat sie so erzählt. Also was ich nur sagen wollte, ist, dass mir das jetzt gerade bei deinem Bericht aufgefallen ist oder in den Kopf geschossen ist. Das ist auch das, was sie sagt, dass sich viele momentan dem Thema Inklusion bedienen oder sich dem Namen bedienen, ja, aber die Frage, ohne genau zu schauen, was noch alles an Vielfalt, so wir sind vielfältig, ja, wir sind bunt, was da wirklich alles noch dahinter steht. Eine Frage ist aber auch, und die muss man, finde ich, mitdiskutieren, wie kann es dann gehen? So wie du es gerade also mit dieser Show beschrieben hast, ja, wo einfach Menschen mit und ohne eine Beeinträchtigung, ohne es extra zu betonen, ja, aber das würde ja bedeuten, dann sehen ja ZuschauerInnen trotzdem, jetzt kommt jemand. Also ist die Frage, wenn ich jetzt sage, diese Menschen finden medial gar nicht statt, dann entziehe ich sie. Sobald aber Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit einer Behinderung in der Öffentlichkeit stehen, schaut die Öffentlichkeit da auch hin. So würde ich es sagen. Ja, und wenn man es einfach, ohne es großartig immer anzukündigen. Ja, ohne zu erklären. Und zu erklären, einfach geschehen lässt. Das wäre, dann ist das auch wichtig. Aber wenn man es natürlich immer ankündigt in einer Sendung. Oh, hier ist dein Dating-Partner Peter, ihm fehlt seit hier und das. Aber jetzt wollen wir mal fair sein von der Sache, was du ihm erzählt hast. Jetzt fragen Werbeagenturen sie an. Ja. Die wollen natürlich in dem eigentlichen Spot, zeigen sie dann Vielfalt. Natürlich wird sie angefragt, weil sie dieses Handy hat. Ja, genau. Und sie hat aber gesagt, sie kann sich natürlich auch nicht freimachen von diesem Vermarktungsgedanken, weil sie nutzt ihre Beeinträchtigung auch, um für ihre Sache Werbung zu machen. So hat sie das selber tatsächlich auch gesagt. Aber sie setzt sich da halt wirklich ganz doll nochmal für ein als 20-Jährige, dass man sozusagen Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht nur reinweg vermarktet. Ja, aber nehmen wir es doch mal, mir fallen sofort diese Frauen ein, die in der Nivea-Werbung jetzt immer zu sehen sind. Das sind ja sehr verschiedene Frauen. Genau. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, wie die angerufen werden von der Agentur, dann wollen sie natürlich, Achtung, ich überhöhe ein bisschen, die kräftige Woman of Color. Die Dame mit der Narbe im Gesicht. Die Dame mit der Narbe, ja. So. Ja, ist das richtig? Würden Sie Ihre Schwangerschaftsstreifen so zeigen, wie sie sind? Natürlich werden die dann so angefragt. Das muss man schon mitbedenken. Ich frage mich nur, wie wir in diese Hochleistungsgesellschaft, die wir ja häufig sind, ja, und jeder muss Bestleistung bringen und jeder muss bestmöglich funktionieren und so weiter und so fort, wie sich Unternehmen, die sich tatsächlich oder die auch den Ruf nach außen haben, dass sie ihr Personal ja sehr fordern und powern und auspowern stellenweise, wie da natürlich dann vielleicht auch auf Menschen mit einer psychischen oder körperlichen Beeinträchtigung Rücksicht genommen werden soll. Da stellt sich für mich die Frage, und ob diese Unternehmen halt dieses Greenwashing 2.0 nur nach außen. Das wäre natürlich toll, wenn sie erstmal sozusagen innen anfangen, vor der eigenen Haustür kehren. Genau, bevor man nach außen wird. Und da muss man gar nicht im Sinne der Inklusion gar nicht weit gucken, wie ist denn die Mann-Frau-Verteilung? Ja, ja. Und wenn da eine gewisse Diversität ist, wozu ja der Trend geht, wir wissen ja nun wissenschaftlich begründet, dass je diverser Unternehmen aufgestellt sind, je erfolgreicher sind sie. Ja. Weil einfach mehr Perspektiven einfließen. Richtig. Wenn man also auf der Seite anfängt, ist man automatisch, glaube ich, kommt man weg davon, nach außen hin da was künstlich zu konstruieren. Es wird ja sozusagen, Vielfalt wird erstmal rausgenommen und dann wird die künstlich wieder eingeführt. Also jetzt müssen wir zeigen, wie sie. Genau. Und das ist natürlich Quatsch. Ja. Das stimmt. Aber das finde ich ein sehr schwieriges Thema, weil das ja auch viel mit Werbung zu tun hat, mit der berühmten werberelevanten Zielgruppe, in die wir beide jetzt voll reinhauen, altersmäßig, Anja. Ja. Auch du noch? Ja, auch ich noch. Aber solange ich noch nicht bei Inkontinenzmaterial und Antifaltencreme angekommen bin, also jetzt aber ist nicht ja diskriminieren. Vielleicht bei mir auch noch was jetzt zu retten. Jetzt nicht diskriminieren. Nein, aber das habe ich so verstanden. Nein. Gerade. Aber wie kriege ich denn da jetzt den? Ja, aus der Nummer kommt man nicht raus. Also jedenfalls besonders verliebt mal anschauen und Shalom und Hallo. Ja.
interessante Formate und sozusagen, wer sich für das Thema interessiert, kann da auch mal reinschauen. Es ist auch wichtig zu schauen, wo schmunzelt man denn in Sachen Selbstreflexion. Ja. Weil natürlich sind dort auch, also jetzt bei diesem besonders verliebt, es gibt natürlich Momente, wo du schmunzelst. Aber auf der anderen Seite, wie viel Mut, da habe ich einen jungen Mann gesehen, der so mutig ist, es ist sein erstes Date und er geht rein und führt ein Gespräch, weil er versucht zu unterhalten. Er versucht sich zu unterhalten mit der Dame. Und das ist, natürlich kann man da schmunzeln. Kann man da schmunzeln? Weiß ich nicht. Aber das viele schaffen das nicht. Schreibt uns eure Meinung, das habe ich nämlich auch gedacht. Also selbst ohne Behinderung in einem Date zu sitzen, ein Gespräch zu führen, wenn die Dame vielleicht nicht besonders gesprächig ist, ist für jeden jungen Mann, und der muss nicht mal in der Pubertät sein, eine schwierige Kiste. So ist es. Und man hat ja auch immer, glaube ich, auch so einen Erwartungsdruck als Mann. Ja, hoffentlich auch als Frau. Und als Frau, ja. Da ist deine Sichtweise etwas enger, Anja. Ich möchte auch nett unterhalten werden. Aber wer flirtmäßig was möchte heutzutage, egal ob Mann, Frau, der muss was tun auf diesem Markt. Aber Erik, in meinem Alter, da galten auch die... Anja, ich höre auf dich zu ärgern. Ich nehme das weg mit dem Alter. Aber auch ihr da draußen, wenn ihr auf dem... Das habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Ja, ja. Das kommen wir, wenn ihr was reißen wollt auf dem Flirtmarkt, dann ran an die Buletten. Pass auf, apropos Flirtmarkt. Es ist ja auch für uns beide vielleicht jetzt ganz gut bei den herbstlichen Temperaturen. Und vor allen Dingen, jetzt kommt ja auch die Plätzchen, Weihnachtsbraten, Adventszeit, Winterspecksaison. Ach du Schreck. Und zwar, die Universität Rostock hat im Rahmen ihres Hochschulsportes ungefähr 120 Sportarten im Repertoire. Für StudentInnen, DozentInnen, MitarbeiterInnen der Universität. Dort können sie sich auspowern, Kontakte knüpfen. Und es wurde ganz klar gesagt, wir sind natürlich... Mein Dings ist aus. Dein Mikro ist aus. Ich halte mal unser Mikro in die Mitte. Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist. Er sagt, die Karte ist voll. Und jetzt ist 000. Okay, also pass auf, nur dann bringen wir das jetzt noch zu Ende, was ich nur sagen wollte. Und es wurde nämlich angedeutet, dass wir natürlich die Uni an der Ostsee am Strand sind. Deswegen gibt es dort zukünftig auch sowas wie Wasserski, Wakeboard, Windsurfen, Kitesurfen, Sportboot, Führerscheine, Tauchen und so weiter und so fort. Und ich wollte mir eigentlich mal anschauen, das habe ich nämlich nicht gefunden auf der Internetseite, wie inklusiv die Angebote sind. Das, finde ich, sollten wir uns mal anschauen, gerade weil wir ja auch Kontakt an die Uni haben. Hier an dieser Stelle schöne Grüße an Professor Dr. Scharek. Vielleicht schauen wir einfach mal, wir beide beim Kitesurfen. Ich finde das spannend, gerade beim Unisport ist es eher so, dass man Schwierigkeiten hat, an die Plätze ranzukommen. Ja. Also das ist in Rostock immer ein Highlight, da muss man sich sehr früh morgens, wenn das online geht, muss man sich da um Plätze bemühen, sonst hat man sowieso keine Chance. Ja, Erik, ich würde sagen, wir moderieren ab. Bei mir läuft noch alles, aber bevor auch meine Karte voll ist. Ich hatte noch so viele Themen. Wir hatten noch Neuigkeiten aus dem schwedischen Königshaus. Ja. Die Schweden springen auf bei den Niederländern und sagen, homosexuell, verheiratet und bald auf dem Thron, auch die Zukunft der schwedischen Königskinder haben da auch keine Schwierigkeiten mit. Sehr schön. Sie verlieren nicht den Anspruch auf den Thron, auch wenn sie gleichgeschlechtlich heiraten. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob nächste Woche Windsor das auch sagt. Machst du jetzt hier zu? Wie sind wir denn zeitlich? Ja, 37 Minuten. Ich mach zu. Aber da haben wir doch noch Zeit. Willst du jetzt hier mit deinem Schnupfen über einem Mikro arbeiten? Also, wenn ich nächste Woche nicht da bin und es keinen Podcast gibt. Aber ich bin doch schon gesund. Na komm, dann erzähl. Nee, so. Wusstest du übrigens, apropos Königshaus, ich habe den Beitrag nicht komplett gesehen, dass sich unsere Kate ihre Modetipps bei der Queen abholt? Ja, aber ich glaube, es ist ein Gerücht. Meinst du? Das habe ich auch gelesen. Aber sie sieht doch eigentlich schon so, auch so aus wie so eine kleine Mini-Queen. Nur weil sie farblich gut abgestimmt ist? Die haben doch einen Beraterstab. Ja, meinst du, sie geht zu ihrer Schwiegeroma, und sagt... Also, ich möchte niemandem zu nahe treten, der dieses Königshaus verehrt. Und wir lassen auch wirklich jedem da seine Meinung oder ihre Meinung. Aber ich bin schon der Meinung, dass Kate schon so ein bisschen karrierefixiert war, schon in jungen Jahren. Und dass auch sich auch gezielt William ausgesucht hat. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also es wird ihr häufig nachgesagt, dass sie da sehr die Ellenbogen ausgefahren hat und sich ihn gekrallt hat. Und ich glaube schon, dass sie auch über Leichen geht. Ja. Und sich somit auch an die Modetipps oder überhaupt an die Tipps der Queen hält. Geil, um Anja. Erfolgreich zu sein. Ist doch überhaupt nicht dein Thema. Und jetzt wird ihr gleich unterstellt, dass sie sich da reinranzt. Ja, natürlich. Vielleicht ist ja die Queen auch so eine Schwiegeroma, die ungefragt Tipps gibt. Sowas wie, das Grün willst du tragen? Ja, und dann wird Kate sagen, stimmt, lassen wir lieber. Aber meinst du, sie ist so leicht? Ja. In New York wird eine Statue vom
Gründervater Thomas Jefferson entfernt. Hast du das gehört? Nein, ich habe nur die Statue von Heidi Klum gesehen und die sieht fürchterlich aus. Aus dem... Warum hast du das nicht als Thema vorbereitet? Es gibt eine Statue von Heidi Klum? Ja. Wo? Muss ich recherchieren, aber sie sieht ungefähr so aus wie die Figur des Fußballers Ronaldo. Das ist ja auch mal so eine so eine gelungene Statue gemacht haben. Und so ähnlich sieht auch Heidi Klum aus. Sie hat Zähne, da hat man Angst, dass sie einen nachts gleich den Hals aufbeißt. Es ist ja, nicht wahr. Das werden wir nochmal recherchieren für euch. Nein, es geht hier um ein ernstes Thema. Die Statue von Thomas Jefferson wurde aus seinem Sitzungssaal aus dem Stadtrat von New York entfernt, weil mit einem einstimmigen Beschluss nochmal rauskam, dass er ja 600 Sklaven besaß. Oh, okay. Und deshalb kommt jetzt diese Statue raus, die kann man sich dann später im Museum anschauen. Und ich finde es ganz spannend, das wusste ich nämlich gar nicht. Die Frau von Thomas Jefferson ist früh verstorben und dann hatte er noch sechs Kinder mit einer seiner Sklavinnen. Mhm. Und dazu möchte ich nochmal den Namen sagen, weil wir wollen diese Namen natürlich auch benennen. Die hieß Sally Hemings. Ich finde es wichtig, dass wir Namen benennen. Ich habe da nichts zu gefunden, aber das spricht ja dafür, dass, ob sie das freiwillig gemacht hat, das steht ja ein großes Fragezeichen hinter. Aber wenn sie die Sklavin war, ist es auf jeden Fall zu hinterfragen. Und jetzt ist die Statue aussortiert. Er ist ja aber der dritte Präsident, wenn ich jetzt richtig bin. Und er hat ja die Unabhängigkeitserklärung enorm mit vorangetrieben. Ja, Anja, wie ist es mit Thomas Jefferson? Ich weiß es nicht. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, mit einer Frau, die ich mir als Sklavin in Anführungszeichen halte, ja, die keinerlei Rechte hat etc., aber dann letztendlich trotzdem mit ihr Kinder zu bekommen. Nee, das meine ich nicht. Das ist natürlich schlecht. Also das ist natürlich höchstgradig verwerflich. Also, naja, und ob man jetzt die Statue entfernen soll. Das ist doch die Frage. Die Sache ist, Amerika kann ja nun auch seine Augen nicht vor seiner Vergangenheit verschließen. Und ja. Zur damaligen Zeit, ob Recht oder Unrecht, war es scheinbar... Leider gängig. Und ihn im Nachhinein, in Anführungszeichen, dafür zu bestrafen und zu entfernen, weil er etwas tat, was zu seiner Zeit gängig war, weiß ich nicht. Also ich finde, es gehört eine vernünftige Erinnerungskultur dazu. Da sind wir in Deutschland natürlich sehr, sehr gut. Und man sollte das Thema aufarbeiten. Aber ob das jetzt nun der richtige Weg ist und... die richtige Aussage, die dahinter steht. Ich glaube, dann sollten die Amerikaner noch viele andere Dinge hinterfragen. Jefferson repräsentiert einige der beschämendsten Seiten in der langen und facettenreichen Geschichte unseres Landes, sagt die afroamerikanische Stadträtin Adrian Adams. Aber er hat ja auch andere Verdienste. Ja. Also ich finde das mal wieder spannend. Das ist ja natürlich alles mit dieser Black Lives Matter-Bewegung zusammen. Ja. Da würde mich auch eure Meinung da draußen interessieren. Mach mit @inklusivesrostock.de. Wir haben schon viel über sowas gesprochen. Ja. Rückbau, jetzt nimmt das richtig Formen an. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Auf jeden Fall, ja. Ich habe hier immer noch mehr Themen. Ja, pass auf, ich habe noch das Thema, jetzt nochmal auf den Herbst zu sprechen zu kommen. Wusstest du, dass Rostock Lage, ja, unser Flughafen, ja zum Ende des Jahres wahrscheinlich verkauft wird an ein Berliner Unternehmen, aber du kannst nächstes Jahr trotzdem zum Beispiel von Rostock aus nach Fuerteventura fliegen oder auf die griechischen Inseln. Jetzt muss ich gucken, wo ich es gelesen habe. Du kannst nach Antalya fliegen, du kannst nach Ägypten fliegen und du kannst nach Kreta und Rhodos. Also wenn du für nächstes Jahr deine Urlaubsreisen planst, das wird nächstes Jahr alles hier bei uns von Rostock Lager aus auf dem Flugplan stehen und auch jährliche oder regelmäßige Flüge nach Luxemburg. Wie das geht wieder aufwärts. Das ist dein Thema, ja, Anja. Naja, das ist mein Thema dahingehend, weil ich hatte ja den Rostocker Flughafen schon häufiger im Visier. Ja, das stimmt. Es ist immer noch ein wichtiger Arbeitgeber hier in der Region. Und ich finde es gut, dass sie trotz allem im Passagierverkehr bleiben, weil wir hatten heute noch kein Rostocker Thema, dass sie im Passagierverkehr bleiben und nicht zum reinen Frachtflughafen werden. Bist du schon mal von Rostock Lage aus geflogen? Ja. Echt? Ja. Okay. Ich nehme mich noch nie, aber wenn nächstes Jahr Rhodos auf dem... Plan steht. Und es ist auch ein schöner Flughafen. Also man hat es natürlich nicht weit und da ist auch nicht viel los. Keine langen Gänge. Die Frage es geht ist, alles sehr viel schneller. Die Frage ist, kommen Touristen auch aus anderen Ländern hier zu uns nach Rostock und landen in Lage? Da ist immer sehr wenig los. Da gibt es auch nur ein Gepäckband, wenn du ankommst. Oh, das macht es natürlich auch einfach. Lande mal in Schönefeld. Also jetzt BER, ja, da hast du richtig Stress. Das ist es. Es ist alles sehr viel leichter da. Das finde ich schon.
sehr viel übersichtlicher, auch ein bisschen inklusiver vielleicht dadurch. Aber wie schon gesagt, deswegen nochmal das Thema, ich bin großer Fan vom Rostocker Flughafen, weil die wollen ja auch grüner werden, also ökologischer werden, mehr in die Zukunft und in alternative Energien investieren. Ich bin gespannt. Das ist gut. Und als letzte Meldung noch für dich was Schönes. Mhm. Die Queen hat eine neue Stellvertreterin. Wir waren ja schon bei der Queen vorhin. Mhm. Und lass mich raten, Kate? Nein, Kate. Kate muss erstmal ihre Klamotten in den Griff kriegen. Ja. Cindy Kiro übernimmt als erste Maori-Frau das Amt der Generalgouverneurin in Neuseeland. Okay. Und als Generalgouverneurin ist sie die Stellvertreterin der britischen Königin. Oh. Und sie ist Tochter, das ist besonders schön, sie ist die Tochter einer Ureinwohnerin und eines Briten. Mhm. Und sie übernimmt das ist das offizielle Amt des Staatsoberhauptes. Sehr schön. Und das übernimmt Cindy Kiro und da wünschen wir ihr alles Gute als erste Maori-Frau auf dem Posten der Generalgouverneurin. Herzlichen Glückwunsch. Und sie wurde bereits vereidigt. Herzlichen Glückwunsch. Anja, wir hatten mehrere technische Probleme heute, aber das ist doch kein Grund, den Podcast eher zu beenden. Das werden wir nochmal gründlich klären müssen. Aber Erik, ich wollte dir nur die Bearbeitung leichter machen, weil du ja immer noch angeschnupft bist, weil du bist ja hier unser Schnittexperte. Ich werde es so schnippeln, am Anfang werdet ihr mich schlechter hören, weil mein Mikro gar nicht dran war. Am Ende geht meins dann auch noch aus. Anja, ist das ein Zeichen? Es läuft noch, ich weiß nicht, was es ist. Wir sind noch lange nicht am Ende und von diesen technischen Spitzfindigkeiten lassen wir uns ja nicht aus der Ruhe bringen. So ist es. Anja. Erik. My dear, das Mikro geht jetzt hin und her, es ist wie früher. Aber wir sind beide geimpft, das kann man ruhig auch mal sagen. Ja, und regelmäßig getestet. Deswegen ist es nur ein Schnupfen, da möchte ich dich beruhigen. So ist es. Und jetzt macht euch einen schönen Tag, abschalten. Genau, dreht die Heizung auf, macht das Kaminchen an, kuschelt euch aneinander, Kerzchen kann man wieder anzünden und vergesst nicht, jetzt am Wochenende wird die Zeit umgestellt. Ich wollte eigentlich sagen, geht raus. Ach so, bewegt euch an frischer Luft. Kerzchen reicht. Leichte Spaziergänge. Wusstest du, dass Hilde einen neuen Wintermantel hat? Auch das, denkt an eure Haustiere. Und wer das jetzt nicht wusste, Hilde ist immer noch der Hund, der hat Klamotten. So ist es. Anja. Erik. Macht's euch auch nett zu Hause, ihr Hasen. So ist es. Genießt es, schaut aus dem Fenster, wer nicht rausgehen will. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter machmit@inklusivesrostock.de.